Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit dem Minim Eric 56 und Regie D. Heute zusammen mit Model 1404. Guten Tag. Ja, ist ja irgendwie Tradition, dass Marc gefühlt bei Feuerwehr nie dabei ist. Naja, gut. Wir sind auf jeden Fall heute mal wieder Feuerwehr nach gut einem Monat, weil nämlich die letzte Folge habe ich nämlich mal nachgeschaut. Und wir sind heute mal entspannt Feuerwehr auf dem Quartier Kurven durch die engen Straßen von Hamburg. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. What it really means to live like golden. Yeah, we're golden, baby, we're golden. So, wir fahren auf jeden Fall jetzt einfach mal ganz schön wieder zur Wache zurück, weil ist noch kein Einsatz. Und dann springen wir auf jeden Fall gleich für euch direkt zum ersten Einsatz. Und jetzt mal rüber zum ersten Einsatz. Monte hat ein Feuer gefunden, beziehungsweise wurde uns hier reingeschrieben. Und Monte ist gerade überprüfen gefahren, deswegen bin ich der einzige Depp, der jetzt nur noch auf dem Quad hier ist. Aber wir kurven mal ganz entspannt hier durch enge Straßen von Hamburg, beziehungsweise fahren erstmal über die normalen Straßen. Aber was schön ist mit dem Quad, wir können... Oh, hier. Ich bin umgefallen. Jetzt doch nicht mehr. Ja. Hallo. Umfallen ist immer so lustig. Ja, lass mich doch auch mal was löschen hier. Ihr löscht mir alles weg. Ja, lass ich jetzt bei dir. Ich lass. Nein, alles gut. So. So, damit wir auch hier ein bisschen Inhalt haben. Sonst ist es ja langweilig für die Leute. Ja, heute ist mal wieder ein ganz besonderer, nicht toller Tag. Mit Spaß. Nein, ist alles gut. Toast, nicht so viel. Erik braucht auch. Jetzt aber so in den Chat schreibst. Gute Leistung. Gute Leistung. Größer hätte man es nicht schreiben können. Nee, Spaß. Ja gut, das war jetzt leider schon der Einsatz fürs Erste. Der erste Einsatz war ja, naja. Gut, kann man jetzt nicht so viel zu sagen. War jetzt relativ, naja, Einsatz. Aber halb's wild. Fahren wir auf jeden Fall jetzt erstmal wieder zurück zur Wache und warten einfach auf den nächsten Einsatz. Genau. Ui, boah. Aber ich finde auch so Quad Game Pass, ja, kann man sich kaufen, ist aber, na, weiß ich ja nicht so. Na gut, warten wir aber mal auf den nächsten Einsatz. Let's go. Viere, 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 viere. Was kannst du mit deinem Bus, ne? Dann bin ich mit dem Quad schneller. So. Warum holt sich überhaupt Busse? Ich finde, ja, ist zwar schön und gut, aber der Bus bringt halt so gut wie gefühlt gar nichts. Zweispuriges Abbiegen. Ja, hallo, nichts, hallo. Bei mir war ich auf der rechten Spur und du auf der linken, aber okay. Sehr wilde Synchronisation von Roblox. Woo! Aber bei manchen Games ist einfach so brutal schlecht. Die Synchronisation ist heftig manchmal. Aber wie BMG nicht anders. Heute kriegt Report. Aha, was hat er jetzt schon wieder verbrochen? Hat doch gar nichts gemacht. Kein Plan. Ja, doch, der hat nichts gemacht, hä? Aber weißt du, was das Schöne ist? Wir können jetzt auf jeden Fall mit dem Quad auf jeden Fall direkt hier vor der Tür parken, denn wir sind ein Quad. Und müssen jetzt gucken, wo unser Feuerlöschapparat ist. Genau hier ist er. Oder in der Mitte wäre auch einer gewesen. Egal, ich parke jetzt einfach hier. Dann fange ich auf der Seite an, die nicht so offensichtlich ist. So, auf geht's. Schau mal hier ein bisschen. Du hast mich nicht durchgelassen. Und deswegen Report? Hä? Das wird der Roblox-Report so ignorieren. Weil das ist einfach... Das ist einfach nur das, was du im Spiel machen kannst. Das juckt dir ja nicht. Das juckt dir erst dann was, wenn du irgendwie wirklich was Heftiges tust. Aber das hat ja was mit dem Erlebnis zu tun. Und nur weil man einmal nicht durchlässt. Das, hä? Das, ja, eben, das ist keine Regel von Roblox. Dass man jetzt. Oh ja. Aber Mobbing. Hä, woran ist das Mobbing? Im echten Verkehr gibt's das doch auch. Reportest du dir dann auch bei der Polizei oder was? Du bist ja so ein Anti-Genie. Gut, egal. Gut, kann man nichts so sagen. Wir löschen auf jeden Fall Feuer, ist ja egal, was die jetzt da schon wieder für ein Chaos schreiben. Oh, da ist noch ein Feuer. Toastkäse weg. Weg, Toastkäse. Toastkäse? Sonst stecke ich da rein, dann bist du ein Toast. Ein gebratenes Toast. naja, egal. Manches muss einfach keinen Sinn ergeben, würde ich sagen. Weil, sagen, ich habe euch, ich weiß nicht, ich kann heute echt nicht reden. Ich bin halt echt nicht so wirklich irgendwie bei der Sache, habe ich so das Gefühl. Ja, ich hätte auch drum herum fahren können. Ich müsste mal durch die Schranke durchfahren. So. Oh mein Gott! Ich wollte nur diese die Dinger ausmachen, aber wer gedrückt schon F. Ja, nee, Alter, ich habe jetzt echt keinen Bock an der Ampel zu warten. Alter, was hat denn mit dem Weg gerade gemacht? Ja, aber ich kann mit dem Quad nicht so schnell fahren. Der fährt nur 160. Alarm! Namens Quad auf der Straße. Ah! Oh Gott. Ich, der einfach nur einen Schwenk macht und einfach weiterfahren kann. Aber jetzt auf der Steigung bin ich, glaube ich, langsamer, weil ich kann nämlich nur 80 hier hoch. Oder?
Wenn ich diese Frage richtig beantworte, kriegt er 4K. Wenn ihr diese Frage... Ach so, mein Gott, bin ich dumm. Ja, okay. Okay. Oh nein, ich hab den Motor deaktiviert. Oh Gott, bin ich lost. Ja, ein Feuer ist ausgebrochen. Ich weiß nicht, wo ich nicht draufgeklickt hat. Ja, nicht wundern, warum jetzt der Chat wieder schwarz ist, weil da schon wieder irgendwas gelabert wird, was, glaube ich, YouTube nicht so gefällt. Sagen wir es mal so. Beziehungsweise, ich habe jetzt keinen Bock, das einzublenden, weil es irgendwie scheiße schon ist. Ah, ich hätte durchs Gitter fahren können. Warum fahre ich außen rum, ich Vollidiot? Egal. Ich hätte sogar eine Abkürzung nehmen können. Naja gut, löschen wir auf jeden Fall erstmal das Feuer. Ich latsche einfach mal darüber. Gut, der Chat ist halt jetzt geschwärzt, solange die Nachrichten halt noch da drin sind. Aber da kann man sich echt nur an den Kopf fassen. Dass wenn man... Ich verstehe das nicht. Wenn man einen nicht durchlässt im Straßenverkehr, dann ist es ja... ist es doch kein Mobbing, weil das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Das macht doch gar keinen Sinn. Im echten Straßenverkehr. Stellen wir uns die Situation mal vor. Da würde der dann ja vielleicht hupen, keine Ahnung, würde sich aufregen, fertig. Sache ist gegessen. Und nicht direkt ein riesen Drama draus schieben, aber okay, kann ja da machen, wie er lustig ist. Also ich halte es für sinnlos, da jetzt so ein riesen Drama zu schieben. Und jetzt irgendwie Leute beleidigen zu müssen, also von daher. Naja. Hat er wahrscheinlich selber Pech, weil EH-Webseite, ne? Regelt. Ja, unter anderem, ja, das auch. Aber, guck mal. Das Roblox interessiert nur das, was im Chat steht. Oh mein Gott, mein Game ist so umlenken. Nee, jetzt nicht mehr. Roblox interessiert nur, wenn du irgendwas Beleidigung oder sowas in den Chat schreibst. Dann reagiert Roblox und dann kannst du gewarnt werden. Dass Roblox nicht juckt, ist, wenn du einem die Vorfahrt nimmst in einem Game. Hier in EH fährt doch jeder sowieso, wie er will. Also von daher, my so what, warum regst du dich auf? Wegen einmal. Junge, es gibt so viele Passatfahrer, die mir immer in die Fresse fahren. Rege ich mich auf, danach ist wieder alles gut. Report ich die? Nein. Ich verstehe das Problem nicht. Na gut, egal. Warten wir mal auf den, warten wir auf jeden Fall erstmal auf den nächsten Einsatz und, ja. Feuer. Ich weiß nicht, ob es eben undeutlich war. Motto, du fährst, glaube ich, falsch. Oder fährst du im Juve gerade rum? ich weiß nicht, ob es eben undeutlich war, aber nochmal jetzt zum Sagen, die Frage, die er uns gestellt hat, hat nicht funktioniert. Oh mein Gott, ist kaputt, perfekt. Also du musst mich auf dem Rückweg mitnehmen, denn es wurde die ganze Zeit von Roblox gehashtaggt, deswegen ging es leider nicht, also zensiert. Deswegen konnte ich jetzt auch nicht mehr im Nachhinein die Frage stellen. Ding bleibt oben weiterhin geschwärzt, weil immer noch ein paar Nachrichten da drin. Deswegen lasse ich mal noch lieber einfach just for Sicherheit. Aber darum sollte es eigentlich auch in dieser Folge überhaupt nicht gehen, sondern heute sollte es eigentlich um das eigentliche Video gehen und über irgendwelche Themen, die wir eigentlich zu labern haben. Was haben wir eigentlich für Themen zu labern? Das können wir uns jetzt mal überlegen. Kein Plan. Ja, okay, kein Plan. Das ist ein gutes Thema. Wir haben keinen Plan, löschen Häuser, während da drin noch Licht leuchtet und da drin noch Leute wohnen. Alles klar. Ja. Aber die Fenster brennen. Und die Fenster brennen, ne? Ja, ist wunderbar. Ist ja auch in Deutschland auch so, ne? Ja, der brennt die Fenster, aber der Rest nicht. Ja. Und die Leute wohnen einfach weiterhin in dem Haus. Und werden nicht evakuiert. Na. Ja, nö. Warum auch? Die bleiben einfach im Haus. Wenn sie brennen, löschen wir sie mit Wasser. Oder am besten... Ja, nee, ja. Doch, ja. So random. Ist das dein Wagen hier? Ja, ne? Der hier vorne steht. Der mit NP-Kennzeichen, oder? Ja, das glaubst du. Ja. Ja gut, dann steig mal ein. Steigen Sie ein in das Fahrzeug. Denn mein Quad habe ich gegen den Blitzer da gefahren. Erstmal hupen, dass die Boller runtergehen. Nice. Gut, dann auf geht's zurück. Dings, dann auf geht's. Boah, ich bin voll aus dem Thema. Dann auf geht's zurück zur Polizeiwache. Junge, ich bin komplett aus dem Thema. Zur Feuerwehrwache und unser Quad wieder. Und dann würde ich sagen, auf geht's zum nächsten Einsatz. Vierer. Der Chat bleibt weiterhin dunkel. Das ist jetzt leider so, aber ist jetzt egal. Ja, okay. Und jetzt frage ich mich, wer drückt mich gerade mit Absicht weg? Und dann beschwert er sich über uns. Er hat mich gerade so vorbeigeschoben. Na, egal. Naja, er hat mich nur ein bisschen vorbeigedrückt, also ist eigentlich egal. Ja, es geht. Ja, so verdient. Ey, da kann ich nur empfehlen. Ich glaube, es ist nur Tengo Problema, das Lied. Ich mache dafür kein Placement YouTube, keine Werbung.
Nutengo Probleme ab 40 Sekunden, das beschreibt ihn. Also das sage ich zu ihm. Kann man gut verstehen, glaube ich. Wo ist überhaupt der Feuer? Der Feuer, alles klar, ich kann kein Deutsch mehr. Der Feuer ganz hinten. Der Feuer ganz hinten. Ganz hinten bei Hofladen. Wo ist der Feuer? Alles klar. Tachi, tacha. Egal. Ich hab echt keinen Bock, mich jetzt darüber aufzuregen. Ich will ganz entspannt Feuerwehr spielen. Jetzt schiebt er mich wieder weg, aber es ist mir so egal. Dafür fährt er wieder gegen Baum, aber ich drifte leider. Ey, wenn sein Auto kaputt ist, keiner nimmt den mit. Wie soll ich ihn mitnehmen? Ich hab einen Quad. Für mich wird es unmöglich sein, ihn mitzunehmen, wenn überhaupt. Also von daher. Oder Meister Elvin kommt und macht einen 10.000 Leute Quad. Geht das? Dass wir so alle aufeinander sitzen können? Ja. Ach nö, der Hofladen brennt ja. Ah, nee, Alter. Der hat jetzt drin so fett den Alarm, ey. Egal, ich geh trotzdem. Nö, wir rennen rein. Wir räumen nicht das Gebäude, wir rennen erst recht rein, weil wir sind Feuerwehr. Feuer. Attention, please. Fire has been reported in the building. Please lift immediately the building. Perfekt Englisch. Tatschüdatscha. Warum kann ein Bild brennen? Erklär mir das mal. Ich kann also verstehen, dass die Holzregale... Achso, ja, das Holzbildrahmen, okay. Aber müsste das nicht schon in einer Sekunde abgebrannt sein, wenn wir schon hier sind? Na gut. Muss ich nicht ganz verstecken, glaube ich. So, löschen wir auf jeden Fall jetzt mal das hier. Zack. Einfach ein bisschen Feuer, Wasser, Feuer reinhalten. Genau, Wasser reinhalten. Na, da. Sehr gut, Regal ist geräumt. Jetzt nur noch hier ein bisschen räumen. Alter, ich bin heute so neben der Spur. Löschen. Das wollte ich sagen. Ah, ich weiß nicht, was los ist. Nein, wir exen jetzt keinen. Nein, wir exiten jetzt nicht. Wir sind jetzt hier zum Feuerlöschen da. So, let's go. Guck mal schnell hier drin das letzte Feuer löschen, dann haben wir es auch gleich. Wo brennt noch was? Ach, da oben brennt was. Ah, sehr gut. Jo, das war's. Wir haben alles gelöscht. Dann back to the Wache. Naja, keine Ahnung. Fahren wir aber mal zurück. Ach nee, warte, wir fahren vorher noch einen kleinen Umweg um den ADAC, würde ich sagen. Und dann fahren wir zurück zur Wache. Machen wir mal ganz schnell so in einem kleinen Zeitraffer und dann springen wir einfach mal zum nächsten Einsatz. Sekunde bricht hier irgendwie ein neuer Einsatz aus, Alter. Natürlich bleibt es schwarz, weil da immer die ganze Zeit irgendeine Scheiße drin geschrieben wird. Tut mir jetzt leid, Leute, aber ist gerade anders nicht möglich, deswegen ist das leider schwarz. Aber halb so wild, wir fahren trotzdem zum Einsatz. Auch wenn wir eigentlich die Einsatzleitung sind mit dem Quad. Okay, Buckfish Auto ist kaputt. Sehr schön. Ich kann ihn nicht mitnehmen, wir haben einen Quad. Oh, achso, das ist direkt hier. Guten Tag! Junge, wir machen einfach mal Beton hier mit einer Kettensäge weg. Warum nicht, ne? So, let's go. Junge, das dauert so 100 Jahre, ne? Das dauert ja echt lange. Na, ja, Benio hat das jetzt schon vor mir und das hast du wahrscheinlich jetzt auch schon vor mir. Ja, habt ihr alle schon vor. Schade, aber das sah gerade eben lustig aus, wie ich mit dem Vater reinfahre. Einfach mal geradeaus rein. So, meine lieben Freunde, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, wie ich bin wieder durch Hamburg und bis dahin. Ciao.